Stellen Sie sich vor, Sie könnten die Leistungsfähigkeit des Atomos Shogun mit dem überaus kompakten Preis des Atomos Ninja verbinden und verzichten dabei auf kein Feature, das Ihnen wichtig ist. Selten hat ein Produkt wie der Ninja Anwender derart begeistert, was sich auch in den Kommentaren zu unserem damaligen Produktfilm spiegelt. Der Ninja hat 2012 Barrieren aufgehoben und neue kreative Möglichkeiten erschlossen. Unter dem Motto 4K für weniger als 2000 Euro stellte Atomos 2014 mit dem Shogun einen Field-Recorder vor, der all das bietet, was bereits den Ninja auch auszeichnet, aber darüber hinaus ein fabelhaftes Display besitzt mit 1920x1200 Punkten Auflösung, Full-HD-Aufzeichnung in 5060p ermöglicht und auch die Aufzeichnung in UHD 4K unterstützt. Eine Kamera wie die Sony Alpha 7S ist erst durch den Anschluss an den Shogun in der Lage, ein 4K-Signal auch aufzuzeichnen. Arbeiten Sie mit der PXWX70 im UHD-Modus und ärgern sich über die niedrige Datenrate von nur 60 Mbit. Mit dem Shogun sprengen Sie auch dieses Limit und zeichnen in der Qualität auf, die auch für anspruchsvollste Produktionen ausreichend Reserven für die Postproduktion bietet. Heute unterstützen auch Plattformen wie YouTube 4K-Videos. Und 4K-Aufnahmen bieten auch in einem HD-Projekt zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten. Eigentlich spricht doch alles für den Shogun. Und über die weiteren Eigenschaften haben wir noch gar nicht gesprochen. Wie zum Beispiel der exzellente IPS-Monitor im 7,1-Zoll-Format. Kalibrierbar mit hoher Pixeldichte, den unverzichtbaren Smart-Monitoring-Assistenz-Tools, wie die Ausschnittvergrößerung zur exakten Schärfekontrolle, Peaking-Funktionen, False-Color-Darstellung, RGB-Parade, Waveform, Lookup-Table-Funktionen und mehr. Oder auch die XLR, SDI und HDMI-Schnittstellen, über die der Shogun Signale erfassen, wandeln und gleichzeitig ausgeben kann. Aber benötigen Sie dies alles tatsächlich für Ihre Produktion? Stellen Sie sich vor, Sie könnten die XLR- und SDI-Schnittstellen des Shogun, sagen wir mal, in Zahlung geben. Außerdem 10% an Gewicht einsparen und alle übrigen Features behalten. Sofern Sie außerdem bereits einen Ninja besitzen, nutzen Sie dessen Zubehör mit dem neuen Recorder einfach weiter, ohne dafür doppelt bezahlen zu müssen. Das wäre doch die Lösung. Atomos bietet Ihnen genau das. Mit dem neuen Ninja Assassin. Ein HDMI Field Recorder mit allem Komfort, der Qualität und der Performance des Shogun, aber ohne XLR- und SDI-Schnittstellen und ohne großes Zubehörpaket. Dabei spart Atomos nicht an der Leistung, sondern schrumpft nur den Preis. Sie erhalten mit dem Ninja Assassin ein Netzteil, einen Bumper als Gehäuseschutz, ein Caddy und eine kompakte gepolsterte Transporttasche. Und wir von Magic Multimedia packen einen zusätzlichen Bonus exklusiv für unsere Kunden noch obendrauf. Wenn Sie jetzt bestellen, erhalten Sie einen 5200 mAh Hochleistungsakku im Wert von rund 90 Euro und der doppelten Leistung eines Ninja-Akkus noch kostenlos dazu. Damit sind Sie auch mobil bestens versorgt. Sie sind überzeugt, besitzen aber keine Ninja und benötigen deshalb Zubehör wie Dockingstation und Ladegerät. Auch das ist kein Problem. Sprechen Sie uns an. Wir stellen das für Sie optimal passende Paket zum neuen Ninja Assassin zusammen. Magic Multimedia. Wir beraten Sie gerne.